Ich bin der Bruder Chu, ist mein Name. Das ist die Abkürzung für Josef. Mein ganzer Ordensname ist Pater Johannes Nepomuk Chu und mein Nachname ist Unterberger. Ich bin Oberösterreicher. Also habe ich heute hier ein Heimspiel quasi. Und ich habe den Tennisball mitgebracht, weil ich war Tennisprofi. Und ich möchte euch ein bisschen vielleicht von meinem Leben was sagen und dann versuchen, einen Satz aus dem Evangelium mit euch zu verstehen. Also in eurem Alter, deshalb habe ich den Tennisball mitgebracht. Ab dem 4. Lebensjahr habe ich Tennis gespielt bis zu meinem 25. Lebensjahr. Und ich war Vollprofi. Ich habe 3-mal mit dem Roger Federer gespielt, der sehr viel gewonnen hat. Einmal habe ich zum Glück auch gegen ihn gewonnen, weil er natürlich viel jünger ist als ich. Ich habe auch mit dem Evgeny Kafelnikov gespielt, der French Open-Sieger 2-mal wurde. Der ist gleich alt wie ich. Also ich habe sehr viel gespielt und war in vielen Ländern. Und Tennis war quasi das Zentrum für mein Leben. Quasi das aus Field. Und immer alles um das Tennis. Das heißt, man könnte sagen, Gott in meinem Leben war eine längere Zeit Tennis. Nicht Gott selbst, sondern Tennis war mein Lebensinhalt. Und jetzt, die letzten 6 Jahre, war ich in Myanmar. Also vom Tennisprofi zu einem Missionar in einem Land, das fast 10.000 Kilometer von hier entfernt ist. Da sitzt du quasi 13 Stunden im Flieger, dass du dorthin kommst. Und dann kommst du in der gleichen Welt an, aber in einer anderen Kultur. Dort ist der Buddhismus die vorherrschende Kultur und du hast sehr viele arme Menschen, die wirklich einfach das Gesamtbild von Myanmar prägen. Heute bin ich schon zum Supermarkt gegangen und überall rechts und links wunderbare Häuser. Wenn ich in Myanmar, Supermarkt gibt es nur wenige, gibt schon, aber weniger. Aber wenn ich da so einen Spaziergang mache, dann sehe ich nicht die Ziegelhäuser, sondern ich sehe dann sehr viel Bambuhütten. Und die Armen sind quasi dort auch neben mir. Ich möchte heute euch 2 Dinge besonders ans Herz legen. Einmal, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wenn ihr in die Kirche gekommen seid, aber wie ich gestern hereingekommen bin, hatte ich das Gefühl, der Himmel ist offen. Du kommst rein und es ist so eine Fülle von Dingen und ich habe das Gefühl, der Himmel ist offen. Und come make us one in you. Komm, mach uns eins in dir. Das Erste, was ich mir wünsche, dass ihr euch mitnehmt für heute, ist, das Herz Jesu ist offen für dich. Das Herz Jesu ist offen für dich. Was heißt das? Wir glauben, dass Jesus nicht nur vor circa 2000 Jahren gestorben ist und dann auferstanden ist, sondern wir glauben besonders, dass er heute gegenwärtig ist. Dass er heute lebt. Und zwar lebt für uns, für dich und für mich. Denn Jesus hat, und das ist sein großes, einer seiner Riesenverdienste, er hat quasi für uns diese Liebe geöffnet zum Himmel. Er hat diese Liebe geöffnet. Er selber ist diese Liebe. Und er ist sie für dich und für mich. Und nicht nur für quasi alles schon vorbei und erledigt, sondern für heute, für unser Leben. Dass wir den Weg finden können in diese Liebe. Dass diese Liebe nicht nur ein Wort bleibt, sondern dass diese Liebe Fleisch wird in uns. Was bedeutet das? Fleisch werden in uns. Das bedeutet, dass wir ganz eins mit Jesus sind. Nicht nur werden, sondern sind. Wenn wir heute gemeinsam Eucharistie feiern und dann Jesus im Brot zu uns kommt, dann ist er wirklich ganz da, sein Herz ganz geöffnet für uns, für dich. Auch wenn vielleicht manche von uns ihre großen Fragezeichen haben. Ja, wie geht das? Ich habe auch meine Fragezeichen gehabt. Und ich habe, um ehrlich zu sein, ich war sehr egoistisch. Ich habe alles mit dem Tennis versucht. Und ich kann nur von Glück reden, dass Jesus mich so berührt hat, dass ich noch fähig war, auf ihn zu hören.
Denn das Hören auf ihn, das ist quasi für uns das, was wir machen sollten. Auf ihn hören. Das bedeutet, dass wir uns eingestehen, ich kann nicht alles selber machen. Und ich brauche auch nicht alles selber machen. Jesus ist da für mich. Er darf in meinem Leben da sein. Also erstens, das Herz Jesu ist offen für dich und für mich. Und zweitens, das ist der zweite Punkt, wir alle haben einen Namen. Wir sind getauft auf den Namen des dreifaltigen Gottes. Und in der Taufe wurden wir quasi ganz eins mit unserem dreifaltigen Gott. Jetzt haben wir aber alle noch einen anderen Namen bekommen. Ich heiße zum Beispiel Johannes Nepomuk. Mein Namenstag war gerade kürzer, am 16. Mai, letzte Woche. Und wisst ihr euren Namenstag? Wisst ihr euren Namenspatron? Wisst ihr denn? Wer weiß denn, zeigt mir bitte mit der Hand das Zeichen, wer seinen Namenspatron, seine Patronen, also das sind nur relativ wenige. Hier bei euch, wisst ihr eure Namenspatronen, euren Namenspatron? Okay, also, das ist das Zweite, das ich von euch mir wünsche. Fragt euren Pfarrer oder eure Mama, weil die Mama und der Papa müssten das wissen. Bei eurer Taufe wurde euer Name auch eindeutig gegeben mit einem Namenspatron oder einem Namenspatronin. Warum erwähne ich das? Diese Kirche, wo wir sind, die gibt schon 1146, fast 900 Jahre gibt es hier eine Gemeinschaft von Mönchen, die beten. Fast 900 Jahre, muss ich mir das mal vorstellen. Und die leben nach einer Regel vom heiligen Benedikt. Und der heilige Benedikt ist ein großer Heiliger, also einer der größten Heiligen, die wir haben. Und immer noch gibt es die Mönche hier, weil sie am Vorbild des heiligen Benedikt gelernt haben, ihr Leben zu gestalten. Unser Namenspatron, unsere Namenspatronin haben uns einen Weg gezeigt, wie wir mit Gott und zur Ehre Gottes leben können. Und deshalb bitte ich euch herauszufinden, wer ist euer Patron, wer ist eure Patronin und wann habt ihr Namenstag? Und dann den zu feiern. Das sind meine zwei Bitten. Ich schließe mit einem kurzen Gebet. Guter Gott, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich bringe dir auch die Menschen, die in großer Not sind. Jetzt gerade, wenn wir in Freude miteinander feiern. Ich bitte dich um deinen Segen für jeden, der gekommen ist. Ich bitte dich, dass du die Zweifel aus unseren Herzen wegnimmst und dass du unsere Herzen mit deiner Liebe füllst. Ich bitte dich, dass wir fähig sind, jeder von uns, deine Liebe anzunehmen und in deiner Liebe glücklich zu sein. Amen.